Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Im heutigen Video geht es um YAML. YAML, das ist eine Programmiersprache, die wird für Home Automation verwendet, wie zum Beispiel bei Home Assistant. Wie die aufgebaut ist und funktioniert, das zeige ich euch heute. Und wie immer gilt, jeder kann das. Das YAML-Dateiformat wird für Skripts und Quellcode-Dateien verwendet und arbeitet perfekt mit anderen Programmiersprachen zusammen. Ursprünglich stand YAML für Yet Another Markup Language, aber seit 2002 verbirgt sich dahinter das Akronym YAML and Markup Language. Somit definiert sich YAML als eine Auszeichnungssprache, die keine ist. YAML ist designed, um sehr leicht leserlich zu sein. Das sollten wir beim Programmieren beachten. Tabs sind bei YAML nicht erlaubt und wir müssen mit Leerzeichen arbeiten. Und jeder Wert muss genau untereinander eingerückt sein, um in den gleichen Block übernommen werden zu können. In YAML werden die Datentypen automatisch zugewiesen. Sehen wir uns ein paar Beispiele von den wichtigsten Datentypen an. Starten wir mit den alphanumerischen Datentypen. Strings können mit einfachen, doppelten oder ganzen Ausführungszeichen geschrieben werden. Als nächstes sehen wir uns die numerischen Datentypen an. Hier finden wir die typischen Datentypen wie Integer, Oktal, Hexadezimal, Float, Exponential, Boolean, der die Werte True, False oder Yes, No oder On-Off hat und das State, das nach ISO 8601 dargestellt wird. Wie das aussieht, das seht ihr hier im Kommentar. Die automatisch zugewiesenen Datentypen können auch manuell geändert werden. Dafür wird ein doppeltes Ausrufezeichen und der Datentyp vor dem Wert geschrieben. Als nächstes sehen wir uns Beispiele über den Aufbau von YAML-Dateien an. Starten wir mit dem Key-Value-Pair. Beim Key-Value-Pair schreiben wir zum Beispiel Frucht, Doppelpunkt und definieren dann das als Apfel. Darunter Gemüse, Doppelpunkt können wir als Kartoffel definieren und so weiter. Es ist sehr wichtig, dass wenn ein Wert hinter dem Doppelpunkt geschrieben wird, dann muss ein Leerzeichen gemacht werden. Als nächstes haben wir Array oder auch Listen. Hier definieren wir wieder die Frucht. Aber eine Frucht kann natürlich mehr sein. Es kann ein Apfel, eine Banane oder auch eine Birne sein. Dasselbe gilt für die Getränke. Hier gibt es Bier, Wein, Schnaps und natürlich noch viele andere. Als nächstes haben wir die sogenannten Dictionaries oder Maps. Hier definieren wir Werte in den Unterkategorien. Nehmen wir als Beispiel die Schweiz. Die Schweiz hat 8,6 Millionen Einwohner, eine Fläche von 41.000 Quadratkilometern und 26 Kantone. Dieselbe Definition könnten wir jetzt als Beispiel hier für Deutschland machen. Bei einer Auflistung im Dictionary-Format spielt die Reihenfolge der Werte keine Rolle. Bei einem Array muss darauf geachtet werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man eine Liste oder ein Array aufbaut. Sehen wir uns jetzt ein paar Beispiele an. Listen können im sogenannten Flow-Style erstellt werden. Dazu werden die Werte in eckigen Klammern mit Beistrich getrennt hintereinander geschrieben. Im Block-Style werden die Werte mit einem Bindestrich, Abstand und der Wert untereinander geschrieben. Wir können auch Listen verschachtelt darstellen und hier seht ihr ein Beispiel dafür. Es gibt verschiedene Arten, um ein Objekt zu beschreiben. Hier ein paar Beispiele. Auf der Edis TechLab Webseite findet ihr alle Informationen noch einmal aufgeschrieben und ihr könnt sie euch in Ruhe noch einmal ansehen. YAML Strings sind Unicode und benötigen in den meisten Fällen kein Ausführungszeichen. Wenn wir in unseren String Formatierungszeichen verwenden, wie zum Beispiel der Backslash N für den Zeilenumbruch, da muss ein Anführungszeichen verwendet werden.
da sonst YAML einfach das Backslash n als zusätzliches Zeichen sieht und nicht als Zeilenumbruch. Um die Lesbarkeit in YAML weiter zu erhöhen, ist es möglich, den Text auf mehrere Zeilen umzubrechen und ihn dennoch als eine einzelne Zeile Text zu verwalten. Dazu wird das Zeichen größer als verwendet. Wenn man die Formatierung, die man in YAML erstellt, beibehalten möchte, kann man das mit diesem Zeichen lösen. Das ist der hochkantige Balken. Kommen wir zum letzten Punkt von unseren Grundlagen. Und zwar geht es jetzt um das Setzen von einem sogenannten Anker. Variablen können wiederverwendet werden, wenn wir davor einen Anker setzen. Ein Anker wird gesetzt mit einem Pluszeichen und dahinter der Name der Variable. Zugreifen können wir auf den Anker mit einem Stern und einem Variablennamen. Man kann die Anker nicht nur für einzelne Variablen verwenden, sondern für ganze Objekte. Um Ankerobjekte einzufügen, müssen wir kleiner Doppelpunkt schreiben, danach einen Abstand, Stern und den Namen des Ankers. Das war's heute mit dem Video. Die Grundlagen für YAML habe ich euch gezeigt. Ich hoffe, das ist genug für die Zukunft und ich freue mich schon mit weiteren Projekten im Home Assistant. Vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren. Das wäre extrem super und hilft mir weiter. Ihr könnt auch die kleine Glocke aktivieren, dann seid ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Bis dann, ich wünsche euch alles Gute, euer Edi. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Edis TechLab.